Wow. Oh, ist ja, großer! Der war hässlich. Ist die hässlich, die alte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Du hast die Schwache. Achso, da gibt's eine bessere. Nee, wirklich. Ah. Okay, wir sind ready, okay. Oder? Ich nehme noch das Ding mit, der EMV mit. Der EMF? Ich hab auch ein Thermometer. Wer hat da Bebo, du hast auch ein Thermometer. Genau, hast du da Hand frei, den könnte noch jemand mit mir. Das Buch? Ja. Soll ich das Buch nehmen? Ja, wenn du noch Hand frei hast, nimmst du das Buch mit. Ich hätte auch noch Hand. Ja, also ich habe eigentlich... Nein, ich brauche eine Taschenlampe und irgendwas anderes. Ja, du kannst eine Taschenlampe und zwei Sachen nehmen. Was? Kannst eine Taschenlampe und zwei Sachen nehmen? Nein, weil ich kann jetzt nicht einmal das nehmen. Ah, ein tolles Buch. Neu, das habe ich noch nie gesagt. Ja, mein Kerle. Ich geh rauf. Da hat gerade ein Handy vibriert. Schlaf nicht. Mir ein Zeichen. Alleine Kline zum Bunker. Ich glaube, er hat nicht den Knopf geschossen. Ich hab auch nichts auf meinem EMF. Du hast gefunden, Chris? Nö. Oh, da haben wir was. Mit? Da hinten, Kinderzimmer. Kinderzimmer, erster Stock. Hä? 13 Grad hat's da. Ja, es... Das EMF hat 2 zockt dahinter. Kann alle... EMF 0,94, sagt mir. Sollten wir das Buch am Boden legen, doch? Warte nur schnell, wenn es da... Ja, dahinter schlägt wieder aus. Leg's mal dahinter an. Muss hier wie du das hinlegen? Mit C? Zuerst C, dass ich Toki gehst? Achso, ja, sogar so. Okay. Oh. Jetzt haben wir 3. Muss man nicht nur sagen, gib mir ein Zeichen? Na. Warte. Kollege, der Schrank da gerade die ganze Zeit auf und zu. Welcher noch? Bebo, bist du? Da, schau, die... Die schränkt deinen Flur gerade die ganze Zeit auf und zu. Da, schau. Ah ja. Voll. Sieht der Thomas, wo sind der erst im Flur, im ersten Stock? Ich bin im Kinderzimmer, wo es 3 gezockt hat auf dem EMF. Ich bin jetzt gerade dabei mit wo? Der... Wo? Weil da Tina drin steht.
Na, Sina, du Sau. Was wär's? Schreck mich nicht so. Boah, da hat gerade 8 Grad gehabt im Stiegenhaus. Bist du da? Nicht erkannt. Also mit dem Aufbau finde ich jetzt noch nichts. Buch ist ohne nichts drin. Haben wir irgendwo die Geisterbox ausprobiert? Aber es hat herunter. Es hat da auf jeden Fall 8 Grad herinnen. Ja, ich weiß. 5,9, ja, 6,6 Grad. Das ist definitiv dahinter. Okay, dann geh nochmal los. Ich muss Geisterbox ausprobieren. Das glaubst du, wenn ich allein bin. Was soll der EMF hinladen? Was weißt du, dass er da ist? Ich weiß, dass er da ist. Passt schon, nicht mit. Also, okay, gut. Upp. Ja, ich kann nicht. Bist du da? Hier! Ah! Ja, ist da hinten. Und er hat ganz was. Ja, 5 Grad haben wir da jetzt raus. Er hat gerade geantwortet, dass er drin ist. Also, er ist drin. Bist du hier drin? Oh. Hier! Ja, er steht neben mir. Okay. Oh, ich sehe meinen Atem. Ich mein Foto, ich glaube, wir haben Minustemperatur. Kann man lieber mit dem Thermometer hinkommen? Ja. Ich sehe meinen Atem. Also, das war ja, mal na, okay. Also, 2,6 Grad haben wir drin. 1,8 hab ich gerade gesehen. Ja, aber das ist kein Minus. Und jetzt sind es wieder 17. 1,4 Grad. Aber kein Minus, oder? 0,7! Ja. Sobald er ins Minus geht, haben wir einen Beweis. Bist du hier? Aber ich hab kein Minus. Okay. Ja, war kein Minus. Antwortet nur mal, weil ich nicht da bin. Kein Minus. Sollen wir die Kamera holen oder so? Die Kamera steht schon hinten. Ich schau mal, ob man passiert. Okay. Also UV zeigt nichts. Also. Hey, ich hab minus 0,6 gehabt. Ich hab minus 0,6 gehabt. Alles klar. Wo? Im Stirnhaus. Da. Sicher, dass es minus 0,6 war. Gespenst, Meer oder Dämon? Schlag der Husse mir vor. Hat jemand das Buch dabei? Ihr müsst mit dem D-Drucker, wenn er was reden lässt. Hat jemand das Buch dabei? Er ist jetzt da, genau. Warte, ich nehm's mal. Fingerabdrücke sind keine Weg. Laut, ja? Entweder Buch oder Orb. Oh, kalt, Atem! Lass Buch liegen, legst du das Bett oder so. Wir tanzen alle vor der Kamera um. Ja, vielleicht möchte der auch schon wieder. Idioten. Das ist unsere Art der Geisterhustreber. 0,4 Grad. Minus 3,4 Grad. Minus 3,4 Grad. Ja, Minustemperatur haben wir ja schon. Jetzt wieder Korn. Okay, was habe ich jetzt gesehen? Orb? Buch? Oder Fingerabdrücke? Sollen wir denn überhaupt Auswahl? Wieso bringst du das Buch? Ist uninteressant für ihn. Können wir da mal bitte in die Kamera schauen, da haben wir so keinen Kopf gehabt? Ja, ich sehe es, er hat immer noch keinen Kopf. Ja, der Chris hat's wieder mit rausgebracht, anstatt dass die in der Liga laut. Hab ich jetzt das Licht ausgemacht im Gang? Nein. Ihr habt gesagt, wer hat das Buch mit? Hab ich gesagt, ich kann mir's holen. Und dann hat's geheißen, ja passt. Hey, bring's nochmal rein, bitte. Ich hab's gerade angelegt. Liegt auf dem Bett. Lass liegen. Okay. Ja. Okay. Geisterorb haben wir jetzt keinen gesehen. Hast du UV-Licht dabei? Nope. Oh, er hat's abgeworfen, der Wichser. Ah! Da ist er! Er kreischt!
Wo ist der hässlich? Oh, oh fuck! Wo ist der hässlich? Wo ist der hässlich? Der große! Ich hab gesehen! Oh, der war hässlich! Ist die hässlich, die alte! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ja! Du hast Kamera genau für ihn gerichtet! Ja, voll, ich hab's gesehen! okay! Hässlich, das war. Er hat das Buch selber nicht mögen! Fuck, das wäre die ideale Gelegenheit, sie zum Foto machen, ich hab sie versäumt! Ich gang nochmal rein. Sina, meinst du nicht, das Kruzifix mit dir zur Sicherheit? Jetzt muss ich schon. Nein. Hat da was eh nicht geschrieben? Nein, bis jetzt nicht. Ha! Da war sie wieder. Ich glaub, sie ist gerade. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Aber direkt vor! Oh fuck, aber direkt vor mir! Oh Gott! Ja. Oh, der war direkt in mir drin! Oh Gott! Ah, sie hat das Licht ausgemacht. Ja, Aktivit 2-3, also es dürft euch nicht töten. El Piritu Santi! Jetzt ist Aktivit 2-1. Oh, das war grausam, der war direkt in mir drin. Du tust mir ein alter Kech. Ja, vor allem hat sie fette Sichel in der Hand. Aber ich glaube, sie ist nur mal im Raum, ich glaube, sie ist rausgelaufen. El Spiritus. Ja, gut, jetzt war sie Reparatur. Chris, du musst das Kruzifix am Boden legen, gell? Der Handheber bringt dir nichts. Du musst es dort anlegen, wo du glaubst, wo der Geist steht. Du musst es dort am Boden werfen. Damit sie nicht spawnen. Was, wo ich glaub? Da, wo du glaubst, wo der Geist liegt, musst du das Kruzifix am Boden werfen. Wenn der Handheber nutzt dir gar nichts. Aha. Ja. Jungs, was da? Was heißt da, Jungs? Ich versuche ein Foto machen, aber ich finde sie noch. Ich sehe nur ein paar Hosen. Oh, ich habe das Recht von Christian Dragon. Ich habe eine Türklinke gefährt. Ich sehe auf meinen Atem. Ist dein Atem bis im Zimmer? Ich habe meinen Atem gesehen. Minus 7,5 Grad. Ah, dann ist sie immer noch hin, okay. Zeige dich! Bitte? Ich hab's Kruzifix am Boden geschmissen. Ja, das ist gut. Okay, sie hat das Buch nicht angerührt. Hat irgendjemand eine UV-Lampe dabei? No. Die ist bei ich mir. Kann schon. Dann haben wir ihn noch kurz am Lager. Ja, oder Geister abkühlen, so noch sie. Ihr könnt noch Kopfkamera aufschnallen. Wenn ich sie eh nicht da habe, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und dann kann ich aber den Weltkrieg mit schauen. Ich nichts auf der Kamera gesehen. Ja, aber vielleicht ist die Kamera auch nicht gut platziert. Weißt du, wenn der Geist nochmal im Bild ist, dann sieht man da ab, glaube ich auch nicht. Das schau mal, also das ist dort wirklich perfekt im Dingraum. Denn also. Was? Jetzt liegt dort direkt nervt zum Ding befindet, also sie ist warum sind wir jetzt genau eigentlich alle wieder da? Gestanden. Ja, ich weiß, da hinten an der Wand. Vor. Ich weiß, ich war ja im Raum. Ich hab sie voll gut drauf. Hat die gerne nochmal rein. Da hab ich trotzdem keinen Orb gesehen. Ich geh mit Chris mit. Ich hab die UV-Lampe probiert nochmal. Ja, ich komm auch mit. Was haben wir sonst noch für Auswahl? Ich nur noch 38 Sanity, gell? Wer? Oh! Ah, der Chris ist tot! Er kommt gerade Treppen ab, cool. Er entschied gerade voll auf den Stier. jemand freiwillig offiger? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, ich habe gerade gesagt, wie sie runtergekommen ist, bevor er tot runtergefallen ist. Ich glaube, sie ist jetzt 100. Was?
Aber ich habe so viele Items in die Runde mit ihnen gebracht, die möchte ich ungern verlieren. Also sind wir nicht böse, wenn ich husser bleibe. Ich verliere sonst bloß so eine Taschenlampe, eine starke. Ja, okay, okay, aber was ist jetzt der Plan? Also wir haben Geisterbox und Gefriertemperaturen. Also was sollte denn Lina jetzt da schauen gehen? Es muss entweder ein Dämon sein, ein Meer oder ein Gespenst. Und das heißt, es muss entweder, warte mal, beim Dämon ist das Geisterbuch. Das hat sie aber nicht hingeschrieben. Das liegt schon länger da drin, es ist unangetastet, das ist der Dämon eher nicht. Dann haben wir die Meer. Da wär's der Geisterorb. Haben wir zwar auch keiner gesehen, aber das, wie gesagt, muss nichts fassen. Vielleicht haben wir einfach den Orb nicht gesehen, weil er gerade woanders schon umeinander fliegt. Und die dritte Möglichkeit wäre sie Gespenst, glaube ich, wenn die Fingerabdrücke. Also Fingerabdrücke oder Geisterorb. Dann können wir das UV-Zeug hier drin. Ja, warte, die Drops geht schnell. Da, liegt auf dem Boden. Ja. Und. Ich glaube, ich gehe nochmal rein. Die hat es ein bisschen auf mich abgesehen. Und eventuell. Chris, ich weiß, dass du mich umbeschwörst. Lass das. Ja, und wo schaue ich am besten da oben? Oder wo? Ich weiß es nicht. Ich habe gemeint, ich habe einen Schatten Abelhofer gesehen, aber das kann auch sein, dass das der Chris war, wo Treppen habe. Cool, nein, ist. Aber wenn irgendwo abdrückst. Die sind an Lichtschaltern, an Lichtschaltern, Fenstern oder Türen. Schau, aber Dober oder Hunder? Überall, wo der Geist irgendwie interagiert hat. Also, ich dachte mal am ersten schon bei dem Raum, wo sie. Renn weg! Lauf weg, lauf weg! Die jagt sie gerade! Lauf, Stini, lauf! Die stirbt gerade 1000 Tote da drin! Ja, sieh! Aber sie hat's überlebt! Stini, komm raus! Kannst du nicht aufbauen? Stini! Schnell! Komm raus, schnell! Weck mich fett, ich bin da rein gegangen und instant trotzdem mit töten Weller. Fick euch, ich gang da kein Schritt mehr. Ich bin gerade rein gegangen, oder? Wollte gerade auf dem Bildschirm schauen und habe schon gesehen, dass es sich da materialisiert hat und mit der Hand sehen sie, dass sie muss gelaufen ist. Ja, also sie ist richtig angepisst. Sollen wir es einfach jetzt mal raten, oder? Hey, ich bin zwei Schritte rein gegangen und da wollte sie mich umbringen. Ja, die ist richtig angepisst, also da geht die Nummer einiger. Mag vielleicht jemand noch ganz schnell aufrennen in den Raum und schauen, ob jetzt vielleicht im Buch etwas drinnen steht. Nur kurz einen Blick aufwerfen und wieder zurückrennen. Sina, das hab ich nicht so viel versucht. Ich bin zwei Schritte okay. Hoch und Stini. Dann hinter mir durchzugehen. Aber du warst Stini. Da oben, du hast Stini. Schon nicht geschaut, ja. Stini, gang an die Kamera an, ich sprint schnell rein. Warte, dann nimm das aber oben mit. Was ist das? Was? Das UV. Ja, aber das UV-Licht, wenn schon denn schon. Vielleicht ziehst du mit dem UV gerade was. An also Gott, ihr habt eine Kamera? Lichtschaltern, Türgriffen ja, und Fenstern könnten sind meistens Fingerabdrücke. Oder an Objekten, mit denen der Geist interagiert hat. Aktivität bei 2, jetzt ist es bei 0. Ich gebe dir Rückendeckung. Oh shit! Renn! Komm raus! Hat er die? Thomas? Tür ist offen, komm raus! Thomas? Ah, scheiße, ich glaube, ich hab ihn erwischt. Aber ich habe ein geiles Foto gemacht. Der Thomas ist kaputt, ja. Ja, super. Jetzt, Ah, warte mal, er kann ja. Da liegt ein Bild am Boden. Thomas, wenn du es hörst, da liegt ein Bild, heb das einmal auf. Du kannst ja immer noch antworten. Ah ja, jetzt aufgehoben, okay. Du kannst ja immer noch antworten, wenn.
Hast du Fingerabdrücke gesehen? Wirf's am Boden. Einmal für ja, zweimal für nein. Ja. Thomas? Es war nix. Es war nix, okay. Also wenn keine Fingerabdrücke waren. Wenn keine Fingerabdrücke waren und im Buch nichts drin steht, dann gang jetzt der Fuß, dass es der Geisterorb ist. Okay. Ein Geisterorb als dritter. Genau, also da keine Fingerabdrücke und das Geisterbuch nicht angerührt sind, gang ich davor, das ist ja mehr. Den Gang in den Fuß, es müsste irgendwo ein Geisterorb rumfliegen, wir haben bloß nichts gesehen. Thomas, du kannst ja wo im Tagebuch das Einträge, gell? Mare. Also es ist irgendjemand auf jeden Fall gerade in dem Trank aufgemacht. Ja, dann ist der Geist wahrscheinlich wieder drinnen. Also es war in der Ich gang schwer davon aus, weil null Fingerabdrücke und das Buch hat so ewig lang nicht angerührt, obwohl es in dem Raum drin war. Was ist das denn für ein hässliches Foto? Also ich tipp mehr. Gib nochmal mehr i. Und dann fahren wir los. 3, 2, 1. Fahr los. Das ist jetzt 100 fix falsch. Das ist 100 fix falsch. Ah, lol! Das hat sogar gestimmt. Ah, jetzt auf einmal sind wir wieder gut genug, gell? Das hat Scheiße. Ich komm rein, ich schaff's grad ins Zimmer rein und sofort geht's los. Ich hab's gerne, Thomas. Du bist inne und in einfach aktiviert. Was für ein Scheiß. Voll geil. Aber, ich hab ja gesehen, die mag mich nicht. Aber es war richtig. Ich hab so genau in der Kamera gesehen, wie es mit der Nerbs hier gestanden ist, Mann. Wenn wir jetzt etwas kaufen oder. Ja, was da wenn? Ich kann nicht einmal bereit drucken, was ist denn jetzt los? Also, ich hab Fotos gemacht, gell, die hängen da hinten an der Wand. Ich bin draußen vor dem Fenster gestanden und hab ihn fotografiert, wo er die Krise, glaube ich, verfolgt hat. Oder Krise, was ist nochmal? Ich glaube die Krise. Und da sieht man's links. Das wo der. Wie sagen wir's? Das Rollo. So durchs Rollo durch fotografiert. Ich sehe da nur. Ich sehe ehrlich gesagt auch nichts. Ach so, es war auf jeden Fall so ein Kapuzenmann, der was geflogen ist mit einer Sense in der Hand. Also einer Sichel. Ja, so eine Handsense. Ja, ja, Sichel. Und am Anfang habe ich mit Büder schmeißen können und am Schluss ist es nicht mehr gegangen. Ja, ich weiß auch nicht, ich hab das Bild gar nicht gesehen, was du genau hast. Ich hab den da. Oh, so Räder gehört so. Oh, die scheißt dich jetzt sicher gerade ins Hemd. Die scheißt dich sicher Hemd rein, Christina, rein. Okay. Und du warst einfach überall Sackgassen, was? Ja, ich bin auch begrennt, oder? Wollte zuerst zur Tür, ich hab geklemmt, dann bin ich natürlich in 20 Minuten gerannt und dann hat sie mich erwischt. Also, aber die war Instant Lord, Mann. Instant Lord? Also, ich hab wieder Taschenlampe